Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play der Graf von Dithmarschen. Ich habe mir zwischen den Episoden einmal kurz angeschaut, wie die Lage so um uns herum ist. Klar würde ich weiterhin gerne Krieg gegen Ring Köbing machen. Er ist auch gerade heftig beschäftigt. Schöner Reim. Aber das Problem ist, mich weiter Richtung Norden ausdehnen lohnt sich für mich meiner Meinung nach nicht, denn ich habe auch mal unser Erbe angeguckt. Wir haben jetzt ja einige Söhne bekommen in der letzten Episode. Wir haben Mische Osnodsson, 3 Jahre alt. Gerold Osnodsson, sein Zwillingssohn, auch 3 Jahre, Zwillingsbruder, auch 3 Jahre alt. Leider ist Mische ja ein kleiner buckliger Mensch, während unser sein etwas jünger geborener Zwilling eigentlich der wäre, den ich lieber als Erben hätte, aber da kann man nichts gegen machen. Und dann natürlich noch Enhard Osnodsson, ein Bluter und 1 Jahr alt. Das hat unser Erbe ganz schön durcheinander gebracht, tatsächlich, oder unsere Nachfolge. Hier sehen wir einmal, was für Titel wir alle verlieren würden. Also Mische würde Schleswig-Holstein-Herzog und Graf von Dithmarschen werden. Also er würde dieses Land hier für sich selbst behalten und der Herzog von der Herzog von Schleswig-Holstein bleiben. Ja, genau. Das Problem ist aber, im Erbfolgefall würde das Herzogtum von Schleswig gegründet werden. Weil ich halt 2 von 3 Ländern schon besitze. Und dann würde mein zweitältester Sohn, also mein Zwillingssohn, Herzog von Schleswig werden und dementsprechend unabhängig, weil ich ja kein König bin. Und er hat dann denselben Rang wie ich. Und er kriegt Schleswig und Vorbass. So, mein jüngster Sohn kriegt momentan Stade. Ich würde gerne nach Friesland expandieren, wenn ich ehrlich bin. Denn da ist die Jarl Ylva Thorsteinsdottir. Relativ schwach tatsächlich. Sie hat 1690 Mann, das ist relativ stark. Aber sie hat einen Verbündeten. Das ist Häuptling Alfre, der hier oben im Norden in Rügen-Köbingen also selbst sehr beschäftigt ist und sowieso schon hart gegen uns verloren hat im letzten Krieg. Ich denke also nicht, dass er in diesen Krieg eingreifen wird. Das heißt, wir kämpfen tatsächlich nur gegen 1690 Mann und 129 Gold. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Söldner kaufen kann oder nicht. Oh, ich habe ganz kurz vergessen, den Timer anzuschalten. Nicht, dass ich die Folge wieder in die Unendlichkeit ziehe. Also wir haben 1700 Mann als Gegner. Aber unser stärkster Verbündeter ist ja tatsächlich die Herzogin Jutta, meiner Meinung nach, mit deren Tochter wir jetzt ja auch verlobt sind, verheiratet sind und die uns ja auch schon 3 Söhne geboren hat. Ihre 2200 Mann würden uns helfen, wenn sie mit ihrem Krieg fertig ist, in diesem Krieg hier unten. Im Krieg gegen den Oberhäuptling vom Vogtland, aha. Das heißt, darauf können wir schon mal setzen. Meine anderen beiden Verbündeten weiß ich nicht so wirklich. Der König Lothair von Lothringen hat beim letzten Mal ja nicht geholfen. Wenn er helfen würde, wäre es natürlich grandios für uns. Ich würde mich sehr freuen, wenn er uns hilft. Und unser letzter Verbündeter ist dann noch der von Kroatien. Und der hat das letzte Mal leider auch nicht geholfen. Also Kroatien und Lothringen. Ich sehe sie beide nicht helfen, aber ich sehe die Herzogin aus Thüringen. Die Herzogin von Thüringen. Ach, hier. Knapp daneben. Sie sollte uns helfen, sobald sie mit ihrem Krieg fertig ist, tatsächlich. Und ich glaube, das ist der Plan fürs nächste, für uns, dass wir das Jarltum von Friesland in Angriff nehmen, um das eben unseren Söhnen zu geben, sodass unsere Söhne sozusagen zufrieden sind mit ihrer Erbfolge und wir, wenn möglich, dieses Land hier zumindest unter unserer Kontrolle behalten können. Und was ich jetzt auch machen werde, ist tatsächlich diese beiden Häuptlingstümer an meine beiden jüngeren Söhne abgeben. Vorbass geht an meinen jüngsten Sohn tatsächlich. Aber eigentlich erst, wenn er älter ist. Also einen Einjährigen kann ich ja schlecht Land geben. Mein Bastardsohn. Aber der ist eh von der Erbe ausgeschlossen. Ich würde ihn gerne legitimieren, kann ich aber nicht. Eigentlich mag ich ihn nämlich. Aber der hat es auch verdient, Land zu bekommen, wenn ich ehrlich bin. Ich drücke erstmal auf Play und guck mal, wie sich so entwickelt. Und ja, auf jeden Fall ist der Plan, dass diese beiden Stammeshäuptlingstümer hier dann meinen Söhnen gehören, dann sind sie keine Feudalherren, sondern sie sind dann, wie nennt sich das? Stammesregierungen. Sind Stammesregierungen unter einem Feudalherr, das heißt, sie müssen mir ganz normal Feudalpflichten zahlen, aber selber bringen ihnen diese Provinzen eben jedenfalls Gold und Prestige. Und sie haben eventuell irgendwann die Möglichkeit, sie auszubauen, weil so wie sie jetzt sind, bringen sie uns halt gar nichts. Das ist natürlich recht traurig. Ansonsten, ja, ein Diplomatievorzug. Ist auch die Frage, bleiben wir weiter ein Diplomat oder gehen wir Richtung Militär? Denn er plant ja schon militärische Ausdehnung wieder. Um Prestige sollten wir uns vielleicht ein bisschen kümmern, tatsächlich. Ich denke, die inspirierende Herrschaft wird er noch mitnehmen. Aber ich sehe es auch so, dass er vielleicht drüber nachdenkt, wieder sich in Richtung Krieg zu fokussieren. Und da dann in Richtung
ja, auf jeden Fall in Richtung Strategie wieder geht. Den Krieg gegen Friesland schon mal planen. Deswegen setzt er seinen Fokus jetzt weg von Diplomatie in Richtung Kriegsführung zurück. Was ja auch sein Steckenpferd ist. Er ist zwar nicht der beste Soldat, aber er ist immer ein zäher Soldat. Und ja, was haben wir hier oben noch? Wenige Ritter können nichts machen. Das wird passieren, wenn wir sterben. Bin nicht vom Bischof gebilligt. Das gefällt mir nicht. Ich beeinflusse gerade noch den Papst. Wenn ich damit fertig bin, würde ich dann tatsächlich den Fokus auf meinen Bischof ändern. Ach so, und es kam ein neues Update tatsächlich. Es ist, glaube ich, gestern oder vorgestern erschienen, Update 1.5.1. Und ich hatte ja gerade in der letzten Episode noch gesagt, dass diese hier zum Beispiel Befehlshaber ausbilden mit den möglichen Nebeneffekten. Befehlshaber erhält Befehlshaber-Eigenschaften und Ritter verbessert etc. Oder hier beim Steuereintreiben, möglicher Nebeneffekt. Okay, leider ist es hier jetzt Gemeindekorruption, aber es könnte ja auch sein Sondersteuer eingetrieben oder sowas. Das wurde gefixt. Also diese Events sollten jetzt wieder feuern. Das ist sehr, sehr gut. Und wo ich gerade hierbei bin, ich würde gerne den Ratsverwalter tauschen, denn das ist eigentlich einer unserer wichtigsten Posten momentan und sie ist echt ein Versager. Ich denke, der Graf Wellram von Bremen sollte weg aus seiner Diplomatenposition und wird jetzt unser Ratsverwalter. Wie kann denn schlecht sein als Ratskanzler? Er kann die Armee organisieren? Nee, er soll ein bisschen Kontrolle in Schleswig schon mal hochbringen. Auch wenn es noch kein Geld bringt, aber wenn wir es abgeben an unseren Erben, dann sollte die Kontrolle ja schon mal hoch sein. Wir denken ja ein bisschen voraus. Und Komplotte haben wir gerade keine. Ja, ich drücke auf Play. Auch diese Episode wird wieder viel auf Geld warten sein wahrscheinlich. Gucken, was für Events das Spiel uns so entgegenwirft. Irgendwo wird immer wieder überfallen in unserem Reich, aber halt nicht bei uns. Aber es ist halt im 800, 900 Start so, dass viele Wikinger ständig plündern kommen. Der Papst ist nicht beeinflusst. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hin und beeinflussen ihn direkt. Komplott schmieden, jo. Wenn er uns mag, dann kriegen wir unsere Bistümer uns jedenfalls Geld, auch wenn wir auch gar keine Bistümer haben, so an sich. Bis auf 1 in Bremen. Ja. So. Was ist denn hier oben los? Die verliert euren Krieg heftig und deine Stadt wird belagert. Das ist sehr interessant. Ich hätte natürlich schon Lust, da einfach kurz reinzugehen. Aber er ist so mit so vielen Leuten verbündet. Sie dagegen ist wirklich schwach. Ein wenig denkwürdiger Abend. Bei allem, was heilig ist, dieses Fest ist langweilig. Humar? Nee. Humar gehört eindeutig zu den schlimmsten Gastgebern der Welt. Wie kann man von gewöhnlichen Sterblichen erwarten, dass sie diese dröge Feier der Mittelprächtigkeit ertragen? Meine Blicke durchstreifen den Raum auf der Suche nach irgendeiner Ablenkung, ganz gleich in welcher Gestalt. Aus einem Eck wirft Gerbergera mir bösartige Blicke zu. Ich muss irgendwas tun, damit die Langweile des Abends mich nicht umbringt. Wer ist sie denn? Die Frau von Graf Günther von Frontenhausen. Eda, Gerberga, wollt ihr hören, was ich wirklich von euch halte? Wenn jemand die Türen verriegelte, würde ich diesen Not im... Würde ich diesen Ort hier im Nu... Weiß ich nicht. Wird euer Rival, ich verliere Anspannung, weil ich zornig bin. Alle Gäste mögen mich nicht. Abgehärte gegen Langeweile. Ich würde sagen, ich muss das Beste daraus machen. Denn wir hatten ja uns lange auf Diplomatie konzentriert und wir sind jetzt ja ein bisschen diplomatisch angehaucht tatsächlich. Deswegen wählen wir hier die diplomatische Lösung. Wer marschiert hier durch mein Land? Weia. Ja, scheint bei mir nicht so wirklich Wertvolles zu geben, hoffentlich. Unsere Prachtstufe hat sich erhöht. Sehr schön. Was sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt unbedeutend. Na guck mal, er marschiert irgendwo anders hin und plündert hier erstmal Ostfalen. Oldenburg. Jetzt kommt er zu uns wahrscheinlich und wir bei uns plündern? Nope. Unser Ratsmitglied Martha ist gestorben, die schlechte Bürgermeisterin. Wer ist denn jetzt neu da? Ach, die Bürgermeisterin von Itzehoe. Ja, guck mal, sie wird es dann auch direkt. Ich mag diese Musik, die mit dem DLC auch kam. Okay, er kommt nach Dithmarschen. Ich kann absolut nichts dagegen machen gegen 3000... Oh. Aber die Königin oder der König, was haben wir? Was ist das? Der König von Deutschland zieht seine Truppen zusammen. Und marschiert in die Schlacht. Sehr, sehr gut. Ich bin gerade am überlegen. Ich hätte jetzt vielleicht auch Interesse, tatsächlich meine Truppen auszuheben. Ist ja direkt in Dithmarschen. Wann seid ihr denn da? Muss ich das jetzt nicht sehen können, wenn ihr da seid? Ich werde meine Truppen jetzt einfach ausheben. Kann ich tatsächlich nicht. Hebt sich hier aus in Itzehoe. Und werde sie zur Unterstützung schicken. Aber erst wenn ich sehe, dass der... Ja. Die Schlacht findet statt.
Und wir unterstützen mit unseren 900 Mann. In der Hoffnung, irgendwie die Wikinger zu vertreiben. Schon wieder so ein extrem guter Befehlshaber. Aber auch unser Befehlshaber, Ostromir, ist nicht schlecht. Sehr interessante Schlacht um Dithmarsch zu verteidigen. Ja, wir verteidigen uns mit der Unterstützung unseres Lehnsherrn. Das ist sehr gut. Nachdem die Königin uns so lange im Stich gelassen hat, ist der König Tichomir auf jeden Fall ein fähiger Lehnsherr. Das werden wir uns auf jeden Fall merken, dass er uns geholfen hat. So, jetzt kann ich meine Truppen wieder auflösen, sobald die hier weggegangen sind. So, ja klar, mache ich jetzt ein bisschen Minus. Rühloff kann auch einen Vormund haben. Wir machen jetzt ein bisschen Minus, weil meine Truppen wieder aufgestockt werden müssen. Hier habe ich ein paar Verluste gemacht, das sollte aber schnell gehen, also ein, zwei Monate. So, und Rühloff, du bist mein Bastardsohn. Glaube ich, würde dich ganz gerne selbst erziehen. Oder ich schicke dich zu jemandem mit hoher Bildung. Mein Hofarzt. Konrads Tochter. Konrad Dodder. So. Da wirst du jetzt unterrichtet. Der Fester gebildet. Oh, wir haben einen Fischer gebaut in Dithmarschen. Sehr, sehr gut, den Fischernetzfeber. Also wir kriegen jetzt noch mehr Geld aus Dithmarschen. Und ja, ansonsten weiter auf Geld warten. Ich muss mal gucken, wie sieht's aus. Kann der Papst uns demnächst mal wieder Geld schicken? Das wäre super nett. Nein, denn er mag uns nicht. Minus 2. Er hat so viel Gold. Gib mir was ab. Wie kriege ich dich denn jetzt? Kann ich dir noch jemanden schicken? Bündel anbieten. So meinen 5-jährigen Sohn. So mein Nichterben. Auch den schicke ich jetzt zum Papst. Auch da kann er ausgebildet werden. Ich denke, das ist ein sehr weises Vorhaben, unsere Kinder im Vatikan ausbilden zu lassen, denn sie sollen gute Christen werden. Ich selbst bin nicht der beste Christ, aber unser Vater war, oder unser Großvater war ein sehr, sehr gläubiger Christ. Das hat er uns sozusagen mit in die Wiege gelegt. In den Krieg rufen. Du willst, dass ich dir in dem Krieg helfe? Gegen wen? Gegen 8000 Mann? Eine Nordmannenarmee? Ich denke, ich muss ablehnen. Aber 750 Ruhm verlieren ist natürlich gar nicht das, was ich möchte. Also nehme ich an, aber helf einfach nicht. Es geht um das Fürst. Okay, da im Norden also. So, der Papst nimmt unser Kind zur Ausbildung an. Also einen richtig großen Krieg hat er jetzt an der Backe hier. Und zwar gegen... Wo ist denn dein Kriegspartner? Wahrscheinlich einfach einmarschieren, oder? Aus dem Norden irgendwo? Ich weiß nicht. Ich habe das Event noch nie gesehen, tatsächlich. Das ist, Nordmannenarmee, Eroberung von Fürsterzbistum von Utrecht. Es geht halt um dieses Fürsterzbistum. Ich kann es nicht aussprechen. Ich sollte es lassen. Um dieses Erzbistum. wir sind 10.000 Mann. Ich glaube, ich brauche gar nicht helfen. Das schaffen die auch alleine. Ich habe Tumar beeinflusst. Das ist sehr gut. Hier kommen 8.000 Mann. Und wo kommst du denn? Wo ist denn Gudi? Nee, Gudi ist gar nicht... So, er hat jetzt sein Heim sozusagen aufgegeben. So funktionieren die Nordmannarmeen, glaube ich. Man gibt sein Heim auf, er hat extrem viele Special Event Troops denn. Ja genau, 8800 Sondersoldaten. Er marschiert jetzt hier im Norden ein. Simuliert so ein bisschen die Wikinger-Armee von damals. Ich würde gerne mal sehen, was hat er denn? Er kommt mit... Eigentlich sind 8000 aufgeboten, das ist ja an sich nichts Gutes. Er hat also keine richtig guten Truppen. Aber er hat halt viele Truppen, ne? Mal gucken, wo sind unsere Verbündeten? Da unten verbünden sie sich gerade. Ich glaube, ich werde dieses Mal... die Frage. Ja, ich werde auch unterstützen. Auch wenn mich das natürlich Geld kostet. Wenn wir hier nach Osnabrück marschieren. Dann werde ich hier nach Dortmund marschieren. Da sind unsere Verbündeten. Ich möchte mich meinen Verbündeten natürlich gerne anschließen. Auf keinen Fall alleine irgendwie in die Nähe von diesen Armeen kommen. So, wir treffen uns dann. Ihr möchtet dahin marschieren, das verstehe ich jetzt nicht. Oh, weia, weil das der andere Weg ist. So, hier warte ich jetzt darauf, dass sie kommen. Jetzt die Frage, wage ich es hier dran vorbeizulaufen? Ich denke ja. Ja, sehr gut, wir sind schon mal rübergekommen. Jetzt werde ich mich hier dieser Armee einfach anschließen. Anschließen. Und jetzt dürfen sie... Ah ja, wir sind sehr viele Männer. Das wird eine sehr spannende Schlacht.
So, wir haben den Bürgermeister von Hamburg geschickt. Ein sehr guter Kriegsführer. Brillanter Stadtwege. Also er führt unsere 900 Mann. Wir sehen jetzt gleich, ob es hier Ausschlag geben. Okay. Scheinbar will unser Verbündeter noch keinen Krieg führen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Es kostet uns unglaublich viel Geld, dass sie hier rummarschieren, ohne zu kämpfen. Ja, das funktioniert also immer noch nicht, die Kriegs-KI. Jetzt werden wir wahrscheinlich belagern gehen, denke ich mal. Ja, wir belagern jetzt zurück. Ich meine, es ist eine gute Strategie. Denn die werden nach und nach ihre Männer verlieren bei jeder Belagerung. Und die können nicht wieder aufgestockt werden, eben weil es Sondertruppen sind. So, unseren Ratskanzler haben wir jetzt schon sehr oft beeinflusst. Er mag uns jetzt also richtig gern. Und währenddessen sollten wir ganz kurz gucken, der Papst sollte uns jetzt auch mögen und uns Gold schicken können. 100 Gold, die nehmen wir direkt. Und ja, mit diesen 100 Gold würde ich natürlich gerne was bauen. Aber wir haben noch nicht genug Gold. Aber ich könnte vielleicht... Vielleicht könnte ich in Dithmarschen was bauen, was Truppen bringt tatsächlich. Ich würde gerne Wälle und Türme bauen. Dafür fehlt uns 5 Gold. Ich werde diese Belagerung hier jetzt... okay, wir sind schon gar nicht mehr im Belagern. Ich will meine Truppen nach Hause bringen und auflösen. Denn wenn sie nicht kämpfen wollen, dann werde ich auch nicht unterstützen. Ihr könnt nicht sagen, ich war nicht da. Ich habe alles gegeben. Ich habe 20% Kriegsbeteiligung. Das reicht ja auch vollkommen erstmal. Ich meine, ich bin der kleinste Verbündete von ihm mit Abstand. Engel Trudes wird erwachsen. Meine Tochter. Sie ist ein scharfsinniger Intellektueller geworden. Kerngesund, ehrlich, maßvoll und ehrgeizig. Sie ist eine sehr, sehr gute Tochter. Da wollen wir gleich mal sehen, was wir mit ihr anstellen können. Was ich natürlich sehr gerne hätte, wäre ein direktes Bündnis mit dem König von Deutschland. Können wir kein Bündnis kriegen? Denn er hat keine Kinder. Schade. Was auch stark wäre, wäre ein Bündnis mit Bayern. Aber ich denke, auch da sind schon alle verheiratet, ja. Ein Bündnis mit Westfrankreich. Alle Söhne verheiratet. Jupp. Auch keine Möglichkeit, mit dem König von Bayern ein Bündnis zu bekommen. Ich gehe einfach mal in diese... Ehepartner finden Ansicht und guck mal, was für Bündnisse denn möglich wären. Ostanglien, sehr interessant. Mit England ein Bündnis. Messina. Untergießen. Ich finde Ostanglien tatsächlich sehr interessant, da wir auch viele Probleme mit Wikingern haben, genau wie die Engländer auch. Ist das ein Bündnis, über das ich sehr, sehr, sehr erfreut wäre? Ich denke, das sollten wir auch machen. Wir werden unsere Tochter mit dem Graf dann Grüdgrüdsch von Wossen. Was? Von Wossenow? Nee, auf keinen Fall Wossenow. Sorry. Mit Kleinkönig Swithred Edmundson. Oder hast du vielleicht sogar noch irgendwelche Söhne für mich? Nee. Also tatsächlich mit dir direkt. Verheiraten für dieses Bündnis. Matrilineal. Oder wir suchen was Matrilineales. Auch sehr interessant. Ich würde sie gerne. Könnt ihr ja Matrilineal gucken. Einen guten Kriegsführer versuchen wir uns an den Hof zu holen. Und einen Intelligenten. Das wäre sehr interessant, meiner Meinung nach. Oder jemanden, der gut... Jemand, der gut in Diplomatie ist. Ne, ich würde gerne jemanden, der sehr, sehr gut in Kriegsführung ist. Und ich denke, da wäre es jemand, der 34 ist. Gesellig. Hier haben wir jemanden, der tapfer, gierig und gesellig ist. Ich denke, er passt sehr, sehr gut zu meiner Tochter. Das werden wir tun. So, und so werden wir ihn jetzt an unseren Hof holen. Dann sollte er auch direkt ein Ritter werden eigentlich. Ja, er ist jetzt ein Ritter von mir. Und was er auch werden könnte, wäre tatsächlich der Ratsmarschall. Aber da haben wir schon einen sehr guten. Also lassen wir es. Aber einen starken Ritter dazu geholt. So, meinen Truppen möchte ich jetzt gleich aufheben. Denn wir müssen Geld machen. Ja, auflösen, nicht aufheben. So, ich habe meinen Teil für diesen Krieg getan. Ihr seid auch 9700 Mann. Ihr seid nur 7700 Mann, also ihr solltet den Krieg jetzt alleine schaffen. Ihr müsst halt irgendwo angreifen. Aber ja, das war schon mal sehr interessant. So, und ich würde hier immer noch gerne einmarschieren. Da würde mir bestimmt meine Verbündete Jutta von Westfranken helfen. Die wird auch richtig alt schon. Ich sollte sie in den Krieg kommen, bevor ich es nicht mehr schaffe. Ist Jutta von Westfranken denn jetzt mit ihrem Krieg zu Ende? Ich denke ja. Sie ist durch. Also wann, wenn nicht jetzt? Jetzt geht es ums Jarltum von Friesland. Wir werden ihr Ilva Thorstein Stogger den Krieg erklären. Darauf haben wir uns
die letzten Jahre vorbereitet mit unserem Fokus, den wir auf Krieg gesetzt haben. 3 Jahre lang bereiten wir diesen Krieg vor. In der Planung, also jedenfalls roleplay ich das so. Und jetzt ist es endlich an der Zeit, dass wir den Religionskrieg um die Grafschaft... Oh nein. Weil ich jetzt nicht genug Pietät habe. Können die Ansprüche von Jakoba durchsetzen? Das soll ich mir das nächste Mal vorher angucken. Ich bin leider... Da muss ich auf Pilgerreise gehen. Hilft hier alles nichts. Mir fehlen 400 Pietät, um nicht mehr sündig zu sein. Und ich muss nicht sündig sein. Aber ich darf nicht sündig sein. Und ich darf nicht auf Pilgerreise, während wir... Ach, ungünstig. Dann will ich mein Geld erstmal nutzen, um... Ja, habe ich wieder zu viel versprochen mit dem Krieg, ne? Ich hasse sowas. Wenn ich sündig bin, darf ich keinen Heiligen Krieg erklären. Es macht für mich wenig Sinn. Ich meine, ich bin ja schließlich immer noch ein Katholik und das sind immer noch Heiden. Ein geistiger Zusammenbruch. Wo kam das plötzlich her? Meine Affäre ist gestorben. Warum muss ich mal selbst machen? Wie kann man denn von mir erwarten, dass ich Schleswig-Holstein regiere, wenn die Hälfte meiner Dienstboten nicht in der Lage ist, meine Befehle zu befolgen und die andere Hälfte nicht in der Lage ist, sie zu verstehen? Also entweder kann ich reizbar werden. Ich finde, reizbar passt sehr gut zu unserem Zornig. Deswegen denke ich, wir werden auch reizbar. So, wir sind reizbar. Röloff wird erwachsen. So, er ist geworden ein erkenntnisreicher Denker. Eine relativ gute Bildung. Mal gucken, Röloff. Also, du bist ja ein Bastard von mir. Ich würde dich sehr gerne zum Gelübde auffordern schicken. Das kostet mich 350 Pietät. Der Papst und mein Hofbischof würden es mögen. Denn genau das habe ich eigentlich für dich vorgesehen. Du wärst ein sehr, sehr guter Mönch. Oder ich nutze dich, um ein Bündnis zu bekommen. Mit der Grafschaft von Metz. Dahin. Hier an der deutschen oder lothringischen Königreich. Amiens. Metz finde ich auch nicht schlecht. Ingeltrude, der Tochter von dem Graf Michael. Das ist auf jeden Fall eine Heirat, die werde ich mal abschicken. So. Und ja, leider doch kein Krieg gegen Friesland zum Ende der Episode. Das liegt daran, dass wir leider sündig sind. Ich hoffe, ich könnte eine Pilgerreise nach dem Krieg starten. Aber ich könnte auch das Geld benutzen, um Wälle und Türme zu bauen. Das Bündnis wurde geschmiedet. Und ich denke, ich werde das Geld nutzen, um Wälle und Türme tatsächlich. Ja, die Festungsstufe will ich auf jeden Fall haben. Um die Wälle und Türme zu errichten, da setze ich jetzt mein Geld rein. Und das soll es dann für diese Episode gewesen sein. Ich hoffe, wir schaffen es in der nächsten Episode, aus unserer sündhaften, unseren sündhaften Status hinauszukommen. Also das nächste Mal, wenn wir Geld haben, sollten wir auf Pilgerreise gehen. Und ich denke auch, das macht Sinn aus seiner Sicht. Denn wenn der Krieg vorbei ist und bevor der Krieg gegen Friesland startet, er hat eine relativ gute Beziehung mit dem Papst, meine Kinder werden ausgebildet. Ich denke, eine Pilgerschaft nach Rom wäre auf jeden Fall angebracht, um auch seine Kinder zu besuchen. Und wird auch roleplay-mäßig Sinn machen. Aber ich denke, das sind alles Sachen für die nächsten Episoden. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und sage bis dahin, euer Mische.